Hallo ihr Lieben, ich bin Mickey Muffin und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Ich bin heute hier mit der wunderschönen Fiona Fuchs. Ich glaube, ihr kennt sie von My Dirty Hobby, vielleicht auch von woanders. Wahrscheinlich von woanders. Die meisten würden sagen von woanders. Ja, immer von woanders. Von der Straße, vom Einkaufen und so. Vom Sehen her. Ja. Vom Sehen her kennt man sie. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie lange bist du in der Branche? Wo wohnst du? Ich bin seit, ja, diesen Monat hatte ich tatsächlich 5-jähriges Jubiläum als Fiona. Auch 5 Jahre tatsächlich bei MDH schon. Ganz am Anfang habe ich mir ein paar andere Plattformen angeguckt, aber MDH hat mich einfach bis heute am meisten überzeugt. Ich komme aus der Nähe von Köln, also ich bin heute mal für einen Drink nach Berlin gekommen, habe ja sonst nichts zu tun. Ja, nee, ist schön, alle mal wieder zu sehen hier heute bei dieser Gelegenheit schon vor der Venus. Ja, und morgen geht's zurück in die Heimat, ja, ins wunderschöne Rheinland. Also übernachtest du heute hier in Berlin? Ich übernachte hier heute eine Nacht, ja. Du hast ein Hündchen, wo ist denn das heute? Der ist bei den Nachbarn. Wir haben letztes Wochenende auf den Hund von den Nachbarn aufgepasst und jetzt haben wir ihn rübergegeben. Also das gleicht sich immer ganz gut aus bei uns. Ah, ich dachte, du kommst heute mit dem Hund her. Das hätte ich gerne gemacht, aber... Erzähl mir mal ein bisschen, wie du dazu gekommen bist, in die Branche einzusteigen. Gerne doch. Ja, ich habe angefangen 2018, als ich noch studiert habe. Ich habe ein duales BWL-Studium gemacht mit Hotel- und Tourismus-Schwerpunkt. Und wie das so ist, du studierst und du arbeitest schon und denkst so, boah, keine Kohle, scheiße, was machst du jetzt? Ja, und dann habe ich aus Spaß zu meinem Mann damals gesagt, so, weißt du, ich kann mich einfach an die Straße stellen, da verdiene ich halt mehr, als wenn ich kellnern gehe. Das stimmt. Und dann hat er gesagt, ja, haha, oder wir ficken halt vor der Kamera und wir beide so, haha, ja. Und dann haben wir gesagt, hä, warum eigentlich nicht? Also wir waren von Anfang an, als wir uns kennengelernt haben, offene Typen, sexuell aufgeschlossen. Wir haben gedacht, also für eine Sache, die wir eh machen, damit Geld zu verdienen, das ist, als würdest du mit Essen, Trinken oder Schlafen Geld verdienen. Süßes. Für uns persönlich. Genau. Deshalb haben wir uns gedacht, Hemmschwelle ist so niedrig. So, deshalb legen wir mal los und knattern ein bisschen vor der Kamera. War eine gute Idee. Habt ihr am Anfang gleich ein Stativ benutzt oder zuerst so POV ausprobiert? Wie war denn das? Schon meistens, also bis heute am meisten POV, ab und zu auch je nach Stellung 69 oder so POV, kannst du ja vergessen. So. Also manche Sachen dann schon auf Stativ oder Solo-Videos, aber so das meiste echt POV mit unserer ersten Kamera mit wahnsinnigem Weitwinkel, wo du dann so eine lange Eierbirne hast. Ja, aber ja, man wird ja besser, man kauft sich neue Kameras und das Bild wird besser zum Glück. Aber ich finde es eigentlich sehr gut, wenn man so eine Schiene hat, die man fährt halt mit POV, weil viele mögen das auch sehr gerne. Und wenn man halt nicht so viel durcheinander mixt. Bei dir ist es ja so dieses POV-Ding und ich glaube, die Leute stehen wirklich drauf. Also wirklich dieses POV. Ja, nee, das glaube ich schon auch, weil die Leute ja, muss ich ja keinem erklären, warum man das gerne mag, weil man sich einfach in die Position des Mannes in dem Moment reindenken kann und da die meisten Konsumenten mal männlich sind, ist es schon schön für die Männer, die sich das dann anschauen, dass sie denken, sie können einmal mit mir spielen. Du shootest ja auch ab und zu mit anderen Mädels, ne? Hm. Macht dein Mann da auch was mit ihnen oder machst nur du was mit den Mädels? Das hängt immer von den Mädels ab, je nachdem wie aufgeschlossen die sind, ob die in einer Beziehung sind, mit ihrem Partner nur drehen oder so, wie das halt bei uns auch ist. Also wir haben schon mit Mädels gedreht, beziehungsweise, also wir haben mit Mädels gedreht, meine ich, dass er die Kamera gehalten hat und ich mit den Mädels interagiert habe. Wir haben aber auch schon Sachen zu dritt gemacht. Aber so Sex zu dritt gab es noch nie bei uns tatsächlich. Also das nicht. Das waren, wenn nur so Blowjobs mit 2 Mädels, aber ja. Reicht ja auch. Ich meine, man soll ja eigentlich das machen, was einem Spaß macht, vor allem im Amateurbereich auch, weil da kann man sich selber ausleben, wie man möchte, dass man also nichts gezwungen. Also ja, auf jeden Fall. Cool. Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss schon sagen, also privat sind wir schon aufgeschlossen. Da passiert schon mehr bei unseren Dreiern als in unseren Videos. Aber das finde ich halt auch schön. Man muss nicht alles, was man privat macht, vor der Kamera zeigen und andersrum. Nicht alles, was du vor der Kamera machst, machst du auch so privat so. Da würde im Real Life so passieren, aber weißt du ja selber. Ja. Seid ihr also privat ein bisschen so swingermäßig drauf? So ein bisschen? Ja, swingermäßig nicht. Also wir haben noch keine Swingerparty ausprobiert. Wollen wir auf jeden Fall mal einmal gesehen haben, ob man dann was macht so mit anderen. Können wir uns halt nicht vorstellen, aber wollen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Wir hatten bisher 3 Jahre mit anderen Frauen, mit anderen Männern auch noch nicht, aber das ist auch schwieriger. Also einen Mann zu finden, der beiden gefällt, als eine Frau halt. Ich bin halt auch bi, deshalb Frauen können wir halt beide gucken.
Das stimmt, weil eine süße Frau, findet man auch leichter. Ja. Weil man kann immer so sagen, in einem Club oder in einer Bar, oh mein Gott, die ist ja total süß. Ja. Ne? Aber einen süßen Mann irgendwie findet man wirklich schwerer. Ja. Ja, das ist so passt. Du bist auch Markenbotschafterin, oder? Bei Married Hobby. Ja, bin ich auch. Ja, sehr schön. Wie ist das so? Machst du Werbung? Ja, nee, also habe ich eh immer gerne gemacht, also dann nochmal extra diese Werbevideos aufnehmen oder so bei den Shootings und generell für die Marke MDH stehen. Ja, das finde ich schon ganz schön und das wollte ich ja auch, war auch meine Absicht, habe ich darauf hingearbeitet. Deshalb eine schöne Belohnung für die Arbeit, die man reingesteckt hat. Sehr gut. Also für jeden, der sie kennt, ihr wisst ja, sie ist bei My Dirty Hobby auch sehr groß und sehr gut unterwegs. Auch eins meiner Vorbilder, meiner persönlichen Vorbilder. Danke. Deshalb haben wir die gleiche Nagelfarbe. Ja, ich habe es total ausgestalkt und nachgemacht heute. Machen wir immer so, immer am Wechseln. Ja, immer. Sag uns, wo kann man dich überall auf Social Media finden? Ja. Hast du Telegram oder so? Ich habe eine Website, da sind alle Social-Media-Kanäle drauf verlinkt. Aber ich habe, was mir jetzt aus dem Kopf einfällt, also Instagram. Da findet man mich aber nicht, wenn man mich sucht, weil ich einen Search-Ban habe. Ich muss alle von uns. Also du musst den Namen komplett von Anfang bis Ende eingeben. Wir werden dich verlinken, deshalb frage ich. Danke schön. Ja, Facebook natürlich auch, das läuft so mit. Twitter habe ich. Snapchat habe ich auch, aber benutze ich fast nie. TikTok habe ich und 5-mal benutzt in meinem Leben. Oh, macht das mehr, das macht total Spaß. Ja, mir nicht. Oh Gott. Ja, nee, es ist so, es ist nie. Man muss sich damit anfreunden. Mein Ding geworden. Verstehe ich, ja. Nee, ich habe da angefangen, habe da ein paar Videos gemacht, habe ich gesagt, macht mir keinen Spaß. Okay. Also wenn das jemand für mich macht, okay, aber Ja. Wie ist deine Webseite? FionaFuchs.net. Sehr gut. Danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Ich überlasse dich jetzt wieder deinem Ehemann. Und ja, das danke. Ist er nicht. Das Hallo. Wir machen nur Fotos. Wir werden hier gerade ein bisschen abgelichtet. Ja, danke, danke, danke. Wir sehen uns auf der Venus wieder. Ja. Und dann können wir gerne nochmal quatschen, wenn du magst. Und schöne Fotos machen und so. Ja, auf jeden Fall. Danke dir. Tschüssi. Hey, Lieben. Danke, dass ihr euch das Video bis zu Ende angeguckt habt. Hier oben seht ihr mein letztes Video und hier könnt ihr den Rest meines Kanals angucken. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Thumbs up da und ihr könnt meinen Channel auch gern abonnieren. Bis zum nächsten Mal.